Das macht nichts. Zu kurz. Der Überfall auf das Buffet? Öffnest du es doch mit? Ja, ich würde doch sagen, das gehört. Ich eröffne es hier mit. Mit dieser Kugel. Hilfe! Das ist schon sauber. Tun wir so, als wären wir nicht dabei. Es geht ja nur um Lila. Tu ihn einmal ins rechte Lied, viel drücken. Ach, ich stütze mich. Ja! Der Kleine. Thank you.
Situation, in diesem Weg stellen. Hey, gib ihn runter bitte, Hans. Nicht in den Wald, misstraut dem Wald und dem bösen Manne, der hinterm Wald Granatfäuste ballt. Nein, es geht nicht, den Putz in blitzblanken Flittern wollen wir halt nicht in Watte betten, weil sonst Getroffene von tödlichen Splittern, Verwundete dort keine Watte hätten. Nein, keine Kerzen, entsagt den Lichtern. Vom Weltmeer steigen die eisernen Drachen, drin lauern Menschen mit bösen Gesichtern, ob Lichtlein in unseren Fenstern wachen. Nein, sagt nicht, der Weihnachtsmann solle kommen mit seinem Sack voll prächtiger Sachen. Die Fabrik hat den Mann in Beschlag genommen. Die Fabrik, wo sie Pulver und Kugeln machen. Nein, keine Musik wird diesmal erschallen. Wie soll denn der armlose Musiker fiedeln? Bruder Flötist ist im Felde gefallen. So muss er ins Himmelreich übersiedeln. Nicht weinen. Was hilft's denn? Verzieht nicht das München. Bald wird die dunkle Welt sich entschleiern. Bald muss alles anders werden, ihr Kindchen. Dann werdet ihr fröhliche Weihnachten feiern. Ein Tannenbäumchen wird dastehen, ein mächtiges, behängt mit Schmuckzeug im Überfluss. Das wird ein Fest sein, ein wunderprächtiges, ergötzlich.
fast bis zum Überdruss. Ein Brief von Carmen. Nein. Lieber Weihnachtsmann, ist das Christkind eigentlich deine Tochter? Ich blicke in deiner Familie gar nicht mehr durch. Meine Schwester hat gesagt, der Nikolaus ist dein Bruder. Oder seid ihr alle gar nicht verwandt? Nein. Aber Gott ist, glaube ich, noch höher. Bitte schreib mir das mal richtig. Dann will ich auch kein anderes Geschenk mehr. Alles Gute, deine Carmen. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Von Hans Christian Andersen. Es war entsetzlich kalt. Es schneite. Und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahr. Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Es hatte wohl freilich Pantoffeln angehabt, als es von zu Hause fortging. Aber was konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffeln gewesen. Sie waren früher von seiner Mutter gebraucht worden. So groß waren sie. Und diese hatte die Kleine verloren, als sie über die Straße eilte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder aufzufinden. Und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staub, welcher versprach, ihn als Wiege zu benutzen, wenn er einmal Kinder bekäme. Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten, zierlichen Füßen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In ihrer Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloss. Aber bei diesem Schmuck weilten ihre Gedanken wahrlich nicht. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend. Und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des kleinen Mädchens. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte es sich nieder. Seine kleinen Füße hatte es unter sich gezogen, aber es fuhr nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch kein Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch keinen Heller erhalten hatte. Es hätte gewiss vom Vater Schläge bekommen. Und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatten das bloße Dach gerade über sich und der Wind pfiff schneidend hinein, gleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestopft waren. Ach, wie gut müsste ein Schwefelhölzchen tun. Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog das Kind eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen darum hielt. Es war ein merkwürdiges Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierung. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie saß mit einem Stümpfchen des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand da.
Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete. Und an der Stelle der Mauer, auf welche der Schein fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo ein Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand. Und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden hin. Gerade die Richtung auf das arme Mädchen schlug sie ein. Da erlosch das Schwefelholz. Und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und weit reicher ausgeputzt als der, den sie am heiligen Abend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie die, welche in den Ladenfenstern ausgestellt werden, schaute auf sie hernieder. Und die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher. Und sie sah jetzt erst, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. Jetzt stirbt jemand, sagte die Kleine. Denn die alte Großmutter, die sie allein freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt, wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott hin. Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher und in seinem Glanz stand die alte Großmutter mild und freundlich da. Großmutter, rief die Kleine, und nimm mich mit dir. Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht. Du verschwindest wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große, flimmernde Weihnachtsbaum. Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch in den Schächtelchen befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten. Und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm und schon schwebten sie empor, in Glanz und Freude. Kälte, Hunger und Angst wichen. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Haus saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit einem Lächeln um den Mund. Tot. Erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, die mit den Schwefelhölzern, und was der Schächtelchen verbrannt war, da saß. Sie hat sich wärmen wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte. In welchem Glanz sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Ein Brief von Claudia. Lieber Nikolaus, mein größter Weihnachtswunsch ist ein braun-weißer Goldhamster. Aber meine Eltern wollen mir den Wunsch nicht erfüllen, weil wir schon zwei Zwergkaninchen, ein Meerschweinchen, vier Wellensittiche, einen Hund und zwei Katzen haben. Was kann ich nur tun, um noch einen Goldhamster zu bekommen? Herzliche Grüße, Claudia. Abschluss, die Bärenweihnacht. Eine Vorlesegeschichte für die Kleinen von Janosch. In dem einen Jahr, da geschah es, dass der alte Corvinian zu Weihnachten ganz allein war. Seine Freunde waren weg
Und niemand hatte zu ihm gesagt, du kannst doch ganz einfach zu uns kommen. Ja, komm doch zu uns, wir warten, bis du kommst. Und so war der alte Corbinian allein geblieben. Er hatte auch kein Holz mehr zum Heizen und es fror ihm in den Händen. Ich werde vielleicht über die Felder gehen, sagte er zu sich. Das macht warm. Und er ging an den Häusern vorbei, aus der Stadt hinaus, bis zu der Böschung, von wo aus man den Fluss sehen kann. Er ging so vor sich hin und merkte mit einem Mal, dass jemand neben ihm ging. Ein Fuchs. Sie gingen eine Weile nebeneinander her und keiner fragte den anderen, woher oder wohin. Bald sah der alte Corbinian, dass auch noch 5 Krähen und 2 Hasen, 7 Waldmäuse und ein Wiesel mitbringen. Und sie gingen nebeneinander her und setzten einen Fuß vor den anderen und keiner sagte ein Wort. Denn Tiere sind wortkarg. Erst bei der Buche, bei dem kleinen Wald, kratzte ihn der eine Hase am Bein und sagte in der Hasensprache, ob sie mich bitte schön tragen könnten, Herr Corbinian? Ein kleines Stück bloß, nicht weit. Ich bin auch gar nicht schwer. Hasengewicht. Meine Beine, wissen Sie, ist zu kalt. Auch bin ich nicht mehr der Jüngste. Da nahm Corbinian den Hasen auf die Schulter. Bald krochen die Waldmäuse in seine Taschen und das Wiesel unter seiner Jacke. Da nahm man auch die größeren Tiere, die kleineren, auf den Rücken, weil ihnen die Beine wehtaten. Sie waren zusammen schon 64 Waldtiere, 11 Vögel und ein Hund aus einem fremden Dorf. Ein kleines Stück bloß noch, flüsterte das Wiesel dem Corbinian ins Ohr. Wir gehen nämlich zum Bären. Bei ihm ist es warm und heute ist doch die große Nacht. Der Bär ist der König. Ich weiß schon, manche denken, es gäbe keine Bären. Aber in solchen Nächten gibt es Bären. Der Bär war böse. Wer ist der Mensch? Wo hat ihn her? Wer hat ihn mitgebracht? Noch nie war ein Mensch hier, nie. Da setzte sich ein kleiner Hänfling auf die Bärenschulter des Königs und sank ihm ins Ohr. Ich bitte schön, Herr König, ich kenne ihn. Er ist der Corbinian. Ich kenne ihn sogar persönlich. Sie wissen schon, er hat mich im vorigen Jahr auf dem Vogelmarkt gekauft und freigelassen. So etwas tat vorher noch niemand. Das ist eine Tat, Herr Bär, und ich lege für ihn meinen Flügel ins Feuer, wenn Sie wollen. Meine Familie und ich haben den ganzen Sommer das Lied von dem wunderbaren Mann gesungen. Sie werden sich vielleicht erinnern. Er soll bitte bleiben. Da drängten sich die Stadtmäuse nach vorne und riefen, ja, doch stimmt, er ist der Corbinian, wir kennen ihn gut. Er hat immer sein Brot mit uns geteilt, jeder die Hälfte, ganz ehrlich. Er ist ein guter Mensch, Herr König. Und wo soll er überhaupt hin, wenn Sie ihn wegschicken? Wo denn hin? Da wurden die Augen des Bären ganz hell und er wischte sich mit der Pfote über die Schnauze und sagte, er bleibt. Die Tiere setzten sich um den Bären und ihre Augen sahen aus wie klares Wasser. Mach die Lichter an, Freunde, sagte der Bär. Und die Adler flogen zu den Sternen und putzten sie mit ihren Flügeln. Das war eine Nacht, die so groß war, dass den Corbinian die Erde nicht mehr unter den Füßen drückte. Was habt ihr mir zu sagen, Tiere? Sagte der Bär. Ein Hamster trat vor, knöpfte seinen Pelz auf und sagte, hier ist ein Schmetterling, Herr König. Ich habe einen Schmetterling vor den Tapiren gerettet. Er legte ihn dem König zur Probe auf die Pfote, damit er ihn spüren konnte und steckte ihn dann vorsichtig wieder unter die Pelze. Da hörte der Corbinian, wie jemand neben ihm flüsterte, der Mann, vielleicht hat der Mann Hunger. Und er merkte, wie ein Eichhörnchen ihm seine Nussvorrat in die Tasche steckte.
heimlich und alle Nüsse geknackt. Er probierte die Nüsse. Sie waren so wie früher, als er noch nicht allein war. Hinter dem Rücken verteilte er sie wieder an die Waffenschotte. Und er hörte, wie jemand sagte, vielleicht friert es den Korbin hier. Es vibriert. Da legten sich die Hasen auf seine Füße und wärmten ihn. Der Bär deckte ihn mit seinem Fell zu und Corbinian sah den Himmel und die Sterne waren gar nicht mehr weit. Und der Hamster flüsterte ihm ins Ohr, ich könnte dir meinen Schmetterling schenken, wenn du magst. Ich selber brauche ihn eher nicht. Der Hänfling setzte sich ganz nah bei seinem Gesicht nieder. Und als er den Schnabel auf seinen Schnurrbart legte, da träumte der alte Corbinian vom lieben Gott. Kennt kein Erbarmen. Geliebte Rose, ich muss dich leider versenken, weil du verwirkt bist. Eine Woche hast du gehalten. Ist sehr schön. Aber ich in meiner Dummheit habe immer eingebildet, es dauert mindestens ewig. Geliebte Rose, so laut als man tut, ich muss dich versenken, der Mistkübel kennt kein Erbarmen. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen, Röslein auf der Heiden. Ich spiele von Leo Brauer den
zweiten Satz aus der Fugue D, der sich betitelt in Decameron Noir. Da heißt es, der Ritt der jungen Liebe durch das Tal der Esch. Moment, wichtige Reihenfolge.
Ja, das weiß ich nicht so genau. Julia. Ja. Was? Ich bin jetzt hier
versteht von der Sprache. Wenn es mir möglich wäre. Wenn es mir möglich wäre. Wenn ich's vermöchte, dass das Menschenmögliche, das. Das steht doch. Hab ich getan. Was ein Unmögliches versucht? Unmögliches versucht. Mein Alles hab mein ich. Mein Alles hab ich an den Wurf gesetzt. Doch der Würfel ist gefallen. Doch der Würfel ist gefallen. Ja, stimmt. Der Würfel, der entscheidet. Der entscheidet, liegt. Begreifen muss ich's. Und dass ich verlor. Nein! Niemals! Du sprachst in die leere Luft. In die leere Luft. Leere Luft. Rot Anstrich. In die leere Luft. Oh, wene niemand. Oh, wene niemand. Dass ich schwach und feige sei. Und Ruhe lieben. Immer war ich in anderer Art. Immer war ich von anderer Art. Immer war ich in Antwort. Den Feinden? Ich war den Feinden. Furchtbar den Feinden. Furchtbar den Feinden. Und den Freunden. Und den Freunden wohlgesinnt. Ja. Und solcher Menschen leben? Denn solcher Menschen leben. Krönt der höchste Ruhm. Gold der höchste Ruhm. Thank you.
bis eines, wenn die Zeit zu lang auf ihn den krummen Säbel schwand, da weilt dem Deutschen auch sein Blut, er frisst des Fürstens Zwerge, er haut ihm ab mit einem Streich, die beiden befordert sich zugleich. Als er das Pferd zu Fall gebracht, da fasste er sein Schwert und Macht. Er schwingt es auf des Reiters Kopf, haut durch bis auf den Sattelknopf, haut auf den Sattel noch in Stücken und tief bis in des Pferdes Rücken. Zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türk heruntersinken. Da packt er an den kalter Kraut, sie fliehen in alle Welt hinaus und jeden Vers aus ihnen mitten durch Kopf und Leib hindurchgeschnitten. Da kam des Wegs eine Reiterin, aber was war das, eine Pilgerschar, die auch zurückgeblieben war. Die sah nun mit gutem Bedacht, welche Arbeit unser Held vollbracht. Von ihnen hat's der Kaiser vernommen. Er ließ den Schwaben vor sich kommen. Er sprach: Sag an, mein Ritterwert, wer hat dich solcher Streich gelehrt? Der Schwab bedacht sich nicht zu lang. Die Streiche sind bei uns im Schwank. Sie sind bekannt im ganzen Reiche. Man nennt sie halt die Schwabenstreiche. Yeah.
Worte mir. Und ich schreibe sie bei Gelegenheit einmal auf. Eines Tages wird es geschehen. Eines Tages wird es geschehen. Und von der großen Gefährlichkeit der Stich
und Schusswaffen sprach. Stich mit dem Messer. Stich mit der Schere. Stich mit der Nadel. Holz. Stich. Mit der Gabel. Stich. Ins Herz. Am Muttertag hat er sogar seine Mutter hochgehoben und hat gesagt,
dich wäre ich nicht der Meister, der ich bin. Ohne dich wäre ich nicht der Meister, der ich bin. Das war Mann. Ein echter Mann. Erzählen werde, zu erzählen. Ich könnte ebenso gut wie Sie auf diese Geschichte verzichten. Ich könnte auf alle Geschichten verzichten. Obwohl, gelegentlich mache ich ganz gern ein paar Mitteilungen. Nur fürchte ich, dass diese Mitteilungen Ihnen schon längst bekannt sind, weil ich sie schon an anderen Stellen gemacht habe. Ich bin also der Meinung, dass es ganz überflüssig ist, weiterzureden. Weil aber doch das Überflüssige zuweilen etwas Reizendes hat, sollen Sie wenigstens den Schluss der Geschichte erfahren. Zumindest den letzten Satz, der etwa folgendermaßen aussehen würde. Der Mann erhob sich und war froh darüber, dass alles gut ausgegangen war. Ich weiß, wie angenehm dieser Satz so für sich gesprochen klingt. Deshalb überlasse ich Sie jetzt diesem hübschen Gefühl und entferne mich. Sie werden mein Entfernen der dritte Satz betitelt sich Ballade von der
Ja? Und? Bleibst du immer jung. Geht doch nicht auf, aber jetzt.
immer das Problem mit den Auftritten, nicht? Also mit diesen Auftritten, nicht? Die wir immer da so haben. Ja, ja, Stars. Das ist der ganze Weg. Na, fangen wir an mit der dritten Strophe. Wir fangen mit der dritten Strophe. Da obwohl gemerkt, das ist die Strophe von einem anderen André. Das ist natürlich die Strophe von André, die dritte Strophe. Das ist eigentlich ein André. Und das ist immer ein bisschen ein Problem, wenn der André nicht da ist. Na, aber wir werden ihn. Aber wir werden ihn können auch vertreten. Eben. Also. Ja. Vieles im Leben ist scheiße, aber manches ist leer. Servus, gute Nacht, Papa.